Und das ist eben der Alpha Belt geworden. Wir haben also dementsprechend eine Möglichkeit geschaffen, eine Integration dieses Sicherheitsgurtes in den Pressluftatmer zu schaffen. Das heißt also, der klassische Beckengurt am Atemschutzgerät entfällt und dadurch wird er eben dementsprechend ersetzt durch diesen Alpha Belt. Der Alpha Belt hat eben diese Möglichkeiten einer sogenannten Schnellkopplung zum Pressluftatmer, dass ich also erstmal die Verbindung herstelle über diese Schnellstallen. Das heißt also, das Gegenstück sitzt am Pressluftatmer fest. Ich habe also die Möglichkeit, auch den Gurt schnell vom Pressluftatmer zu lösen, um ihn auch einzeln nutzen zu können. Aber die Hauptgeschichte liegt also darin, dass ich eben dieses integrierte System habe, dass ich also mit dem Atemschutzgerät zusammen ein komplettes, zertifiziertes, zugelassenes System habe, was mir eben diese Selbstrettung ermöglicht. Der Gurt wird eben dementsprechend hier aus dem Absturzsicherungsbereich genommen. Das sind also ganz normale Polyamide, die dementsprechend über eine Imprägnierung diese Wärme- und Flammbeständigkeit haben. Ich habe also dann dementsprechend die Möglichkeit, das Teil hier so anzuziehen. Was man sich also eben dementsprechend jetzt ein bisschen gewöhnen muss, ist, dass die eigentliche Schnalle nicht mehr vorne sitzt, sondern ein bisschen seitlich. Und zwar aus dem Grunde, weil ich hier vorne diesen Ankerpunkt brauche. Die eigentliche Selbstrettungsmöglichkeit, diese sogenannte Beinschlaufe, ist erstmal hinten in einer Tasche verpackt. Die sitzt also hier hinten. Und die kann ich also dementsprechend durch leichtes Lösen der Tasche nach vorne ziehen. Kann also dann dementsprechend mit dem Karabinerhaken das System sofort hier vorne einsatzbereit machen. Mit einem Absatzgerät kann ich dann dementsprechend hier die Selbstrettung verführen, inklusive dem Pressluftatmer.